Wie viele andere Kunst- und Kultureinrichtungen musste das Kunstmuseum Ahrenshoop am 2. November seine Türen schließen. Zur Pandemiebekämpfung hatte der Museumsbetrieb umstrukturiert. Abstandsregelungen, Maskenpflicht und Einlassbegrenzungen wurden eingeführt. Auf größere Veranstaltungen wurde ganz verzichtet. Vor einer Schließung konnte es sich damit aber nicht bewahren. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr sind die Mitarbeiter des Kunstmuseums Ahrenshoop in Kurzarbeit. Besonders die Touristen fehlen. Genau, die Einnahmen sind gen Null, wenn man keine Türen öffnen darf. Wir haben das Kurzarbeitergeld, das uns ein Stück weit natürlich unterstützt. Wir werden natürlich auch alle Fördermaßnahmen ausschöpfen, soweit das möglich ist, soweit wir da auch hineinpassen in diese Förderrichtlinien. Es gibt ja die Aussage, dass der November aufgefangen wird aus den Einnahmen des Vorjahres November. Dieser Antrag wird natürlich mit dem zuständigen Steuerbüro gestellt. Ja, dann müssen wir schauen. Es ist jeder Tag, der nicht auf ist. Das Geld fehlt und das schraubt uns natürlich immer weiter in die Existenzbedrohung. Museen sind Orte, die unser kulturelles und gesellschaftliches Erbe bewahren. Sie sind Orte der Bildung und der Kultur. Auf eine lebendige und anschauliche Weise vermitteln sie uns unterschiedliche Inhalte und Denkweisen. Von Naturwissenschaften bis hin zur Technik. Ich glaube, man kann nirgendwo besser Abstand halten als in den Museen. Und ich wünschte mir, dass die Museen öffnen dürfen. Wir sind dabei so ein Spezialfall, weil wir leben vom Tourismus. Und solange der Tourismus hier auf der Insel nicht gestattet ist, solange nutzt uns dann auch das Öffnen der Museen ganz, ganz speziell auf uns bezogen nicht viel, weil wir brauchen einfach die Gäste. Und der Einheimische, muss man leider so sagen, kommt eher wenig. Derzeit dürfen Museen auch nicht als außerschulischer Lernort genutzt werden. Dabei bieten Museen Freiräume für die Kreativität und die Kommunikation. Die Hoffnung bleibt. Das Kunstmuseum Ahrenshoop bereitet während der Schließung zwei neue Ausstellungen vor. Dr. Katrin Möller ist Vorsitzende des Museumsverbandes Mecklenburg-Vorpommern und Leiterin des Schifffahrtsmuseums in Rostock. Sie und ihre Kollegen appellieren an die Politik und wünschen sich eine baldige Wiedereröffnung der Museen. Es gibt Institutionen, die hart knabbern. Es ist ja eine sehr, sag ich mal, vielgestaltige Museumslandschaft. Einzelne Häuser, die nur ehrenamtlich funktionieren. Einzelne Häuser, die von den Einnahmen unbedingt leben müssen. Andere Häuser, die natürlich landes- oder kommunal getragen sind, die jetzt eine Schließung nicht so hart zu verdauen haben. All die Institutionen, die wirklich von den Besuchern leben müssen, die brauchen Unterstützung. Die ist auch ganz dringend. Da weiß ich auch, dass es Gespräche gibt, sowohl mit Land als auch mit dem Bund. Und da hoffe ich sehr, dass Unterstützungen da noch mal kommen werden. Die Museen sind vorbereitet, um ihren Besuchern einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Ihre Erfahrungen haben gezeigt, Museen sind keine gesundheitsgefährdenden Orte. Landesweit gibt es nach Angaben des Museumsverbandes 300 größere und kleinere Museen. Jährlich verzeichnen sie insgesamt 3 Millionen Besucher. Dieses Jahr aber können solche Zahlen durch eingeschränkte Öffnungszeiten oder Besuchergrenzen nicht mehr erreicht werden. Die Museen im Land können nicht länger geschlossen bleiben, das Geld wird knapp und die Angst um die Existenz wächst.